das ist jetzt ein bisschen komisch. Wir haben das eigentlich so auch nicht geplant. Aber die Vorkommnisse der letzten 24 Stunden zwingen uns, nochmal vor das Mikrofon zu sitzen. Also nochmal herzlich willkommen zurück zu Innedruckt, einem richtig hässigen Podcast aus der Region Basel. Patrice, wie geht's dir? Mir geht's großartig, weil wir so viel Futter für einen Podcast haben. Das ist einzig, das ist traurig, dass alle Leute sagen, für euren Podcast ist es ja wohl super, oder? Ich hätte es gerne anders. Nein, ich könnte wirklich sehr gerne darauf verzichten. Es ist eben, was wolltest du noch sagen? Ich bin sprachlos eigentlich. Darum frage ich mich, wie werden wir einen Podcast aufnehmen, wenn man sprachlos ist? Was ist passiert? Was ist gelaufen? Was ist die letzte? Ich meine, wir schlitteln da, wirklich mit Ansage in eine Krise rein. Und dann, gestern oben, kommt so der Match gegen Winterthur. Wenn ich die Aufstellung anschaue und ich denke, hey, Giri, voll geiler Sieg. Stockholm im Zentrum versuchen. hinter der Cardoso, das freut mich, der hat es gesehen. Ja. Der Wolf kann springen gegen, der Königstransfer kann springen gegen einen mittelmäßigen Challenge League Club. Und dann fängt der Match an. Und dann denkst du so, ja, ist jetzt nicht gerade geil. Aber du siehst doch immerhin so einen kleinen Ansatz, einen Cardoso, was doch einmal schafft, mal 10 Meter vorwärts sich zu bewegen und sogar mal nicht nur einen Querpass spielen, sondern sogar mal so einen 10 Meter Pass. Also hast du nicht nur einen anderen Innenverteidiger, sondern sogar mal einen Außenverteidiger. Und ich dachte, das ist noch schön. Das könnte ja noch gut kommen. Mhm. Gott, wie bin ich naiv. Ja, es ist immer das Gleiche, oder? Wir haben ja am Montag, als wir aufgenommen haben, noch gesagt, wenn es richtig, richtig grusig läuft, nach dem Göppspiel, müssen wir noch mal eine Sendung aufnehmen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir das müssen. Weil ich bin auch überzeugt, im Leben nicht. Der FCB wird das irgendwie. Und ich hätte ein ganz grusiges Spiel akzeptiert, wo wir einfach irgendwie uns, wo wir weiterkommen. Es wäre schon ein bisschen schade gewesen durch Elfmeter, aber ganz ehrlich, nein, wir sind der FCB. Ich hätte mein gewinnen, Auto also drauf gesetzt, dass wir den Match gestern gewinnen. Da bin ich mir jetzt einfach wirklich sicher gewesen. Krise hier oder her, kein Spielsystem, wie viele sagen, hier oder her vom Sforza. Aber wenn die 11 Würst es nicht schaffen gegen ersatzgeschwächtes Winterthur, auch nur einen Fuß voreinander zu bringen, dann, ich spüre, wie die Wut wieder zurückkommt. Merci, Hug. Merci, FCB. Ich bin wieder hässig. Also, wenn ich schon nur daran denke, wie wir auftreten sind, es wird mir schlecht. Es ist ein Schlag in die Fresse von jedem FCB-Fan. Und ich glaube auch, es ist ein Schlag von jedem, der für einen FCB schafft, in die Fresse. Und jetzt müssen wir einfach irgendwie mal aufrollen, wo liegt der tote Hund begraben. Man sagt, der Fisch stinkt immer von oben. Ich glaube, der Fisch, der stinkt gewaltig in mehreren Teilen. Nicht nur im Kopf, im Schwanz. Ja, es wird jetzt die Leute vielleicht überraschen, aber ich bin auch der Meinung, dass der Fisch nicht einfach oben am meisten stinkt, sondern in der Mitte. Und das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Die Mitte kannst du nicht einfach so ersetzen. Ja, oben und eigentlich das, auch nicht. Ganz oben kannst du nicht ersetzen. Ich glaub, wir müssen den Bogen und Diskussionen starten. Ich glaube, der Bogen hat klar gesagt, er wird den Verein nicht verkaufen. Ist völlig in Ordnung, es sind Fehler passiert. Aber die tragischen Fehler macht im Moment nicht der Bogen. Der Bogen hat auch in einem Sforza jetzt oder in einem Trainerstaff am Schluss auch noch ein paar Wünsche erfüllt, noch Transfers gemacht, die ich sehr gut heisse. Alle, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde es ja nicht unverständlich oder irgendetwas, weil die Mannschaft hat definitiv einen Input gebraucht. Wir brauchen einen im zentralen Mittelfeld. Ob jetzt hier ein Junior quasi kann der neue Messias werden, ich hoffe es. Wenn ich gestern unser zentrales Mittelfeld angeschaut habe mit Stocker und leider auch Bunyaku, und da muss ich einfach gerade sagen, Bunyaku hat für mich wirklich einen schwachen Match abgeliefert. Yeah. Ich habe wirklich jeden Zweikampf verloren. Aber dass hier keiner von den gestandenen Männern nebendran einem 18-, 19-Jährigen mal ein bisschen die Hand bieten und ein bisschen Unterstützung bieten, da kommt man aufs Kotzen. So, die Mannschaft ist tot. Mhm. Und zwar tot, glaube ich, nicht wegen der Jungen, sondern tot wegen der Routiniers. Und das ist ein Problem für mich. Eben, wie du sagst, der Fisch stinkt dort und der Fisch stinkt in dem Fall bei den Männern vom FC Basel, bei den 30-Jährigen. Bei den 30-Jährigen. Und das sind leider ein paar. Und das hat man gesehen
gestern und für mich ist der Match am Schluss, ich meine, du verlierst nicht so, wie du verlierst, weil das Forza kein Spielsystem einimpft, der Mannschaft. Du verlierst den Match nur so, weil du keinen Bock hast, weil es dir scheißegal ist, weil du mental kaputt bist. Was es ist, weiß ich nicht. Aber wenn du so einen Fünkli Stolz im Arsch hast, lass dich nicht von Winterthur so vorführen. Also das ist ja gar nicht möglich. Das ist genau das, was ich auch die ganze Zeit den Leuten geschrieben habe. Wir haben gestern schon unsere Mailbox heiß gelaufen. Ich war während dem Match nur am Tippen gesehen und es haben so viele Leute geschrieben. Und das hat mich wirklich noch gefreut, dass wir den Exchange hatten. Aber ich bin wirklich auch der Meinung, was gestern unsere Vierungsspieler geboten haben, für das müssen wir fristlos können künden. Und ich bin entsetzt, dass das nicht passieren wird. Sie werden auch weiterhin da sein. Ich weiss, man schätzt, wenn Valentin Stocker vor das Mikrofon geht und einsichtig ist, aber was hat er gemacht? Er hat ja fast spielt vor dem Mikrofon. Da hast du ja völlig phlegmatisch da gestanden. Kopf da, ich hätte brennt, ich hätte gekocht dort. Ich hätte irgendeinem den Arsch aufgerissen. Ich wäre durchgedreht. Aber das lebt ja niemand. Sie leben ja gar nicht. Das sind ja tote Schaufenster-Puppen. Sie sind kaputt. Sie sind kaputt. Und, eben jetzt, im Stocker davor, was macht, klar, der Stocker hat einen gewissen, wie wollte ich das sagen, einen Ehrenschutzstatus hat er irgendwo. Er ist ein guter Typ, das weiss, glaube ich, jeder. Er ist, glaube ich, menschlich einfach ein guter Typ. Aber das sind auch Situation, andere Patrice, mit Fabian Frey ist der Geist, der sich rumläuft. Aber ja, das sind beide. Aber in dieser Situation brauchst du einen Leader, du brauchst einen, der hässig wird. Und du siehst einfach nur 11 geschlagene Hunde auf dem Platz. Eben die Halbzeit, das berühmte Halbzeitbild, wo auf Kasami Stockerfresse zoomt. Beide, was nach der Halbzeit, was ist das gewesen? Die sind ja am Heulen gewesen. Haben die... Was sind sie abgeschlagen worden in der Kabine? Hat sie das Forza kalt duscht oder was ist passiert? Wie kannst du so reinschauen nach einer Halbzeitpause? What the fuck? Was ist das für eine Einstellung? Unbegrifflich. Dabei ist das, weil das genau so ein Charaktertest war, oder? Dass du 2 Goal kassierst, dass du 2-0 in der Halbzeit reingehst, gegen Winterthur. Hey, das kann passieren. Das kann wirklich passieren. Und dann kommst du aber raus. Und das ist dann der berühmte Charaktertest. Da musst du zeigen, was sind dir für ein Team? Was bist du für ein Mensch? Was sind dir für Spieler? Was sind dir für Fußballer, oder? Und dann kommst du raus und lässt dich noch mehr abschlachten. Also eben, für mich gestern ganz klar, das einzige Statement, das ich gestern gesehen habe, ist ein Mittelfinger ans Forza von der ganzen Mannschaft. Voll. Dass eine Mannschaft entschieden hat, dass sie keinen Bock haben, mit dem Trainer weiterzumachen, dass ihnen der Verein in dem Moment scheißegal ist. Solieren, es ausscheiden, die Fans. Da können sie sich noch lange entschuldigen nachher bei den Fans. Aber es ist ihnen scheißegal gewesen, während den 90 Minuten, dass sie ausscheiden. Weil sie einfach anscheinend keinen Bock auf den Chef haben. Oder auf den Chef vom Chef. Wir wissen es ja nicht. Wir schreien zwar mal um, ja, gehen doch dir mal in den Turm, oder sollen wir da in den Turm, oder wir gehen immer mal ein bisschen in den Turm schwätzen, oder wir gehen auf Bratele schwätzen. Wir müssen dann auf Oberwil schwätzen, was auch immer. Passiert in dem Fall leider nicht. Auf Oberwil muss wohl niemand. Nein. Es ist einfach so ein bisschen, was mich anschießt oder was mir Angst macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Spieler ein bisschen viel Macht haben, dass man auf einen Koller keinen Bock hat und da rebelliert hat und Zweite gemacht hat. Und jetzt habe ich das Gefühl von außen betrachtet. Und das kann man gerne einem widersprechen oder sagen, informier dich. Wir wissen es ja nicht besser. Ich habe einfach das Gefühl, es ist nichts anderes als eine Rebellion gegen den Trainer. Weil was will es denn sonst sein? Also ihr werdet von diesem Verein gezahlt. Ihr werdet von Fans gezahlt, die nicht mehr ins Stadion dürfen. Ihr werdet von Sponsoren gezahlt, die auch nichts davon haben, außer euch zuzuschauen, wie ihr euch abschlachten lassen. Also, what the fuck? Was ist das Ziel von so einem Auftritt? Das ist für mich genau das Gleiche, was ich denke. Für mich war es ein Putschversuch gewesen. Das war quasi der Moment, da können wir den Trainer abschießen. Aber gleichzeitig frage ich mich einfach, will man das wirklich? Will man wirklich so einen Auftritt zeigen? Will man sich abschlachten lassen gegen Winterthur? Ich meine, das ist oberpeinlich. Ist es das wirklich wert, dass man das Forza loswerden könnte? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man so dumm ist. Ich kann mir so insofern nicht vorstellen, weil da reden wir dann von Karrieren, die kaputt gehen. Ne? Also da gibt es ein paar einzelne Spieler, wo dann, wenn das jetzt richtig in die Hose geht, dann ist dann aus die Maus, he? Dann ist dann finito. Dann können sie Maximalziel, wo ist du Gampo an? Dann können sie gerne froh sein, wenn Darmstadt oder so ein Wurstverein auf sie zukommt, weil dann ist dann irgendwann fertig. Und
Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, ich glaube nicht, dass ich das will. Also mit der Nacht drüber schlafen habe ich gedacht, hey, weißt du, sie sind einfach mental so kaputt, dass die einfach gar nicht mehr können. Weißt du, wie so ein Albtraum, wo du nicht mehr weitersäckeln kannst. Keine Ahnung. Wo du nicht mehr kämpfen kannst. Weil das ist das, was ich auf dem Feld sehe. Ich sehe einen Stocker im zentralen Mittelfeld. Wir alle, oder ich glaube, viele sind sich einig, Stocker auf dem Flügel, blöd, ist ein bisschen mau, da kommt einfach sehr wenig Speed. Mhm. Da denke ich, fucking hell, das Forza stellt mich ins Zentrum, wie ich schon oft mir gewünscht habe, das Stocker mal gesehen, ein bisschen Spiel zu machen und alles. Hey, dann siehst du einen Stocker, der keinen einzigen Zweikampf gewinnt. Aber wirklich keinen. Kein Kopfballduell. Ich glaube, der Klose hat neben 4-5 Mal führen gechippt. Also auch auf den Bunyaku, muss ich zuerst sagen. Der Ball jedes Mal springt er 10 Meter ab. Immer im Winterdurer von Pfies. Die Winterdurer schnell 2-3 Mal kombiniert. Also verduscht die Rolle. Es ist völlig irre gewesen. Und dann für mich, sorry, das, eben, wie du sagst, das 1-0 kann passieren. Schönes Goal. Ja. Kannst dann mal einfach, ja, so einen kannst du einfach mal kriegen. Wenn es nicht läuft, hast Scheiße am Schuh. Es ist so, dann kriegst du auch noch so eine Kiste. Ist mir schon klar. Und dann kriegst du noch ein absolut lächerliches 2-0, was sorry, in meinen Augen immer noch kein Penalty gesehen. Einfach nicht. Nein, ist nicht gesehen. Ist meiner Meinung nach. Piefst nicht. Er rutscht rein, der Winterthur merkt es und stolpert noch ein bisschen drüber und drüber. Meine Fresse, okay, bist 2-0 hinten, gehst in die Kabine. Was passiert in dieser Kabine? Mhm. Was machen unsere Führungsspieler? Was macht der Stocker? Was macht der Klose? Was macht der Kasami? Was macht der Ricky van Wolfswinkel? Was machen sie? Mhm. Heulen sie in der Kabine? Oder sind sie vielleicht einmal ein Team und versuchen sich gegenseitig mal ein bisschen wachzurütteln? Ich glaube, genau das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Anscheinend hat jetzt niemand, der das kann. Nein. Da fällt der Kit, fällt der das zusammenhält, weißt du? Die Klette. Der Leim. Der Nukleus. Ja, keiner, der reagiert. Am Schluss braucht sie anscheinend den Thailand Chaka, der verletzt ist, der in der Kabine poltert. Also, der anscheinend ein bisschen auf der Klose los ist. Gemäss Blick. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich passiert ist. Aber wie man weiss, jo, sind Katakomben-Türen im Joggeli nicht so schallversiegelt. Man bekommt auch einiges mit. Der Blick ist meistens in solchen Sachen sehr gut informiert. Klar. Für den Blick ist der gestrige oben gefunden, das Fressen. Da müssen wir nicht darüber reden. Nur mal, was du denen vorlegst, das Fressen sie und das kommt hinten wieder raus. Das ist ganz normal. Ich bin aber der Meinung, dass klar, es hat geklappt und es ist gut, dass sie sich zerfleischen, weil das heisst immerhin ein Minimum an Stolz scheint ja noch ein bisschen irgendwo bei gewissen Exponenten umzuziehen und beim Thailand Chaka wundert es mich gar nicht. Der fällt also der Tauli, bin ich mir sicher, der pennt gar nicht mehr daheim. Nein. Der ist ein Feier, der schreit jeden Tag mit seiner Frau, weil er so gefrustet ist, dass die anderen nicht liefern. 100%. Mit Tauli würde das nicht passieren. Ich habe nicht vergessen, dass wir auch, ich suche jetzt nicht Ausreden, es einfach mehrere Faktoren, die gestern eingespielt haben. Dann ist ein Silvan Widmer, wann ist er rausgegangen? Nach wie vielen Minuten? Nach 20? Nach 10? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dass das auch noch passiert, das ist ja unfassbar. Also, zuerst trammt der amateurrechte Verteidiger von Winterthur, der wirklich keinen Stich gehabt gegen den Pululu. Kein Stich, das ist jetzt mal Spock, trammt ihn zweimal kaputt. Jo. Kannst auch über die Gelb-Rote diskutieren, würde ich jetzt mal sagen. Pululu draussen, dann müsste Widmer raus. Wir haben eh keine Aussenverteidiger. Also, es ist wirklich mehr Scheiße am Schuh kannst du nicht machen. Da musst du wirklich an die Fußballgötter langsam verzweifeln, was wir in Basel. Aber trotzdem, ich glaube, unsere Arroganz, unser Karma von diesen 10 Jahren Erfolg wird uns jetzt einfach doppelt und dreifach zurück in den Hals gesteckt. Das ist wirklich wie geht's ja. Aber es kann ja nicht sein. Die sind einfach zu arrogant gewesen und jetzt müssen sie richtig fressen. Weißt du, wären wir jetzt auf GC getroffen? Auf GC, auf die Leader von der Challenge League, wo keine Challenge-League-Mannschaft ist vom Budget. Alter, hat uns GC gestern so auseinandergeschraubt. Du hast es verstanden. War das mit GC passiert gestern, dann hätte ich meine Trikots vierlich in Sand. Nein, aber du weißt, ich meine, GC wäre die hochwertigere Mannschaft gewesen als der FC Winterthur, wo eh gerade eine Mini-Krise hat, wo ihm niemand... Wenn sie sich von GC so hätten abschlachten lassen, dann wäre ich auch ins Jockeli nachher. Da lasse mich definitiv lieber von Winterthur abschlachten. Ja, ist sympathischer, da bin ich der Meinung. Aber weißt, du weißt schon, was ich meine, sportlich gesehen, war GC noch die stärkere Nummer gesehen, oder? Ja, natürlich. Und trotzdem, müssen wir nicht mal diskutieren, es ist fucking Challenge League. Und Challenge League ist unangenehm, das wissen wir alle, die Liga ist besser, als sie viel machen. Da hat es einen Haufen kampfstarke Teams. Aber sorry, kampfstarke? Hast du gesehen, was die Spieler gemacht haben? Die haben oft mit Tiki-Taka gespielt.
Und sie haben keinen Stich gehabt. Ja, aber... Wie Vollidioten, Nazi-Spieler, die Kopfdami noch an 1 Million verdienen oder sogar 1 Million verdienen. Und dann kommt das Halbzeitinterview vom Stocker. Wie gesagt, Stocker, du bist ein guter Typ. Aber das Geheule, und ja, sie haben das Konzept. Wenn du ein Konzept, was haben sie für ein Konzept? Scheiß aufs Konzept, Mann. Jeder von euch muss 10-mal besser sein als jeder von Winterthur. Ich müsste dem Trainer nicht mal zulassen, ist doch mir egal, was das Forza erzählt. Und trotzdem bin ich besser als Winterthur. Und ja, lasse die nicht uns zerstören. Es ist gar nicht möglich. Also ein beschissenes Konzept kannst du als Trainer gar nicht haben. Und wenn sie das Forza, verstehen sie nicht, oder was? Gar nicht. Sorry, das kann ich doch nicht sein. Also, nicht. Jo, man sagt immer, das, weißt du, und etwas Patrice, ich habe immer gesagt, ich bin kein Fan vom Forza. Ich habe zum Teufel gewünscht, in dem Moment, wo das Announcement gekommen ist. Aber das Gast hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient. Da bin ich ganz gut der Meinung. Verdient, ja. Und was er verdient hat, wäre eine Mannschaft, die 11 geile Karten hat, immerhin. Und vielleicht noch rote drunter am Schluss. Von lauter Verzweiflung. Es ist ja, wie der Stocker ja gesagt hat. Es hat eine geile Karte gegeben für einen FCB Patrice. Es ist... Eben, sie sind ja nicht mal mehr hässig. Sie sind, was hat gesagt? Sie sind traurig. Sie sind traurig. Ja, sie sind traurig. Sie sind nicht ganz wachen, Mann. Nein, aber sorry, dann müsst ihr einfach aufhören. Nein, ja, also wenn du traurig bist in dieser Situation, traurig, dann musst du aufhören. Dann musst du Fußballschuhe an den Nagel hängen. Ich habe einfach gerne gesehen, wie das Spiel sich entwickelt hat, was in einem, zumindest, du weißt genau, das Jockeli wäre nicht voll gewesen, aber immer vor 10'000 Leuten wäre da ein anderer, wenn dort Muttenskopf dahinter gewesen wäre, wäre das Spiel anders ausgegangen. Das hätten sie sich doch gar nicht getraut. Das hat sich nicht getraut. Das ist genau der Punkt. Und das schießt mir jetzt momentan am meisten an. Man kann sich Sachen erlauben. Und ich glaube, du merkst, auch die MK, die ist eigentlich doch viel wichtiger, als man immer wieder meint. Das ist ja quasi ein bisschen eine Kontrollinstanz. Die schaut, dass die Spieler funktionieren. Weißt du, ich meine, so eine positive Angst, die du dann hast, auch, oder? Und du findest es geil, Angst, weißt, Angst und Schrecken mit Spielern liefern. Es ist beides. Die lieben dich. Wenn du richtig abgehst für den Verein, dann wirst du geliebt. Aber wenn du Scheiße baust, dann gehörst du am Schluss auch. Weißt du, ich meine, das ist der positive Druck, dass der Chef dir sagt, Patrice, hat deine Performance, müssen wir anschauen, oder? Und das existiert halt momentan nicht, oder? Aber sie sollen zur Höllkopf damit nochmal nicht traurig sein. Hört auf, traurig zu sein. Nein, ich will, dass sie hässig sind. Ihr seid traurig, ja, himmeltraurig. Aber hört auf, traurig zu sein, werdet mal hässig. Wenn euch die Medien hässig machen, werdet ihr hässig vielleicht, wenn euch BZ alle mit 1 bewertet. Längt das zum hässig werden? Oder werdet ihr traurig, könnt ihr dann noch verbrillen? Werdet mal hässig. Das war eine grossartige Spielerbewertung von der BZ, muss ich sagen. Haben sie gut gemacht. Ja, und es ist zu Recht. Was hast du schon gesagt? Kopf haben wir historische Pleiten. Einen nach der anderen. Wir verlieren zuerst dreimal gegen den FCZ. Da kommt mir schon Gallen auf. Dann verlieren wir noch gegen Winterthur. Und zwar, wir hätten ja können 8 oder 9 Stück kriegen. Ja, hätten wir können. Wir hätten mehr können. Weil der Nikolic, der hat sicher keinen Ball. Da haben wir sich. Ich möchte nicht über ihn reden heute. Es ist... Mir tut leid. Er tut mir einfach leid gerade. Das ist gerade. Der ist auch traurig. Er sieht auch immer so traurig aus. Ja, aber er hat einen Grund zum Pantomime. Er könnte irgendwie so eine Pantomime, wie sagst du denn? So auf dem Marktplatz als Pantomime könnte man vorstellen, mit so einem traurigen Gesicht. Ja, es ist dann auch Zegrobi, oder wie er heißt. Oder? Ich meine, da hast du eigentlich so überlegene Techniker auf dem Feld. Wir spielen daheim im Joggeli auf unserem Rasen. Man bringt nicht Stand. Das ist für mich. Ich hatte nur noch Fragezeichen vor den Augen gehabt. Ich habe das gar nicht verstanden, was ich da genau schaue. Ja, ein Schelm würde sagen, das Forza ist zurück und hat einmal nicht geschaut während der Match und dann siehst du, wie es rauskommt. Die Spieler wissen gar nicht, was machen. Sie wissen nicht, wo. Die haben keine Ahnung. Was hat sie nie Fußball gespielt? Was hatten sie keine Ahnung, was sie eigentlich machen müssen. Und das also, ist so spielen sie, ja. Als würden sie in einen anderen Sportart kommen. Kannst du, nicht, du musst ja jetzt panische Angst haben. Jetzt kommt oft an, was kommt jetzt? Lausanne, St. Gallen, den IBE. Also und dann gegen IBE kriegen wir 15 Stück, oder was? Verlieren wir 15 oder? Also ich habe im Fall wirklich Schiss. Ich meine, Lausanne jetzt daheim am Samstag, 20.30 Uhr im Joggeli. Ich habe Angst, dass ein Heimspiel ist. War voll. Jetzt wäre Aggression auf dem Feld. Jetzt wird es abgekommen. Und also das jetzt ins Stadion zu gehen, ja, das war richtig geil. War richtig geil. Weil ich denke, wenn du die Fans hörst und siehst und spürst, dann wirst du auch in diesen toten Spielern wieder noch sich sein oder am Blutkörper ein bisschen bewegen vielleicht. Aber keine Ahnung. Yep. Aber Lausanne, sorry, wir müssen nicht darüber reden, die musst du jetzt einfach schlagen. Du musst 3 Punkte holen.
für die Fans. Es geht gar nicht um Tabellen, es geht darum, dass du das die dass haben zeigst, ja die Hose voll. Was willst du mit denen machen? Die müssen alle zum Psychiater, irgendetwas musst du machen. Aber was machst du mit denen? Sollen einen Kreis machen? Sollen jetzt so irgendeine, keine Ahnung, was gibt es alles? Irgendeinen Geistheiler, ein Schaman, sie brauchen doch einfach irgendetwas. Geh mit einem, keine Ahnung, hängen mal einen Steinbock in die Kabine oder etwas, Giri. Irgendeinen Schissdreck. Irgendeinen, hol einen aus Körperwelten, Mann. Stell ihn mal in die Kabine. Vielleicht passiert etwas. Lass mal Schach spielen. Ich weiss doch auch nicht. Irgendwas musst du machen. Oh Gott, wir Yoga. Geben einen Globuli. Geben einen Globuli, Mann. Gottdammit. Homöopathie-Session für alle. Aber was willst du? Jetzt bist du das Forza. Ich wüsste mal, welchen Spieler willst du im nächsten Spiel aufstellen? Keine Ahnung. Ich während der Match das Forza gesehen, weil ich heimgegangen. Ich war... Das ich hätte das Stadion verloren während dem Match. Das wäre ein Statement gewesen von mir. Aber, ich hätte irgendwie noch irgendetwas Böses aufs Feld geschrauen. So, lecken wir doch am Arsch. Oder also etwas müssen wir noch sagen. Das wenigste Böse, was wir gerade sehen. Ich nehme sogar von noch etwas in Schuld. Viele haben beschuldigt, dass er den Cabral nicht einwechselt. Leute, er hat ihn fast schon zweimal gewechselt, von dreimal. Ja, man darf fünf Spieler einwechseln, aber nur dreimal wechseln. Versteht ihr? Also, er hat auch den Cabral bringen und er gewusst, es könnte rein theoretisch eine Verlängerung geben. Also, du weißt ja einfach nicht. Das ist so und ganz was aber viel wichtiger ist, du bringst in dieser Situation sicher keinen Cabral. Einen Stand von 5-0 oder 5-1 nein, den Cabral bringen, sicher nicht. Nein, bringt das sollen nicht. Die ich habe drei Wörter abgeschluckt. Ich habe gerade die Sauhund. Die Würst, ich nenne sie einfach Würst. Ich glaube, von Würst kann ich nicht verklagt werden. Nein. Würst. Sind Würst. Liebe Bell, falls ihr noch einen Sponsoring-Partner suchen. Ich glaube, ihr seid richtig beim FC Basel oder auch bei uns. Sehr gern, sehr gern. Zwei Würst von über 11 Würst reden. Kopf. Ja. Ja, du hast gefragt, was du würdest aufstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Und zum Cabral eben, du bringst doch nicht den Cabral, wenn die sollen die Suppe auslöffeln, die Pfeifen, die drauf sind, ich hätte es auch alle drauf gelassen. Ich bekomme auch eine Message, so, wieso bringt er in diesem Match den Wolf statt den Cabral? Und ich habe gedacht, wenn also wirklich der Königstransfer gegen fucking Winterthur nicht mehr lenkt, dann jagt ihn vom Hof. Was zahlen wir so einem den Lohn, wenn der nicht so lange gegen Winterthur? Das kann nicht sein, das darf gar nicht wahr sein. Nein, der kann es einfach nicht mehr sein, sorry. Wenn du nicht einen Ersatzstürmer springen kannst, dann musst du wirklich aufhören. Aber ja, wir haben ja gesehen, wir müssen aufhören. Falsche Sportart, wo wir sind. Nein, sorry. Gehen die EAC unterstützen? Ich weiss doch auch nicht. Macht etwas. Jetzt ist vorher die Meldung vom FCB Berner Burg und er hat sich ganz klar ausgesprochen, hat das Geschehen gestern verurteilt. Ich rede nicht von der Muttenzerkurve mit ihrer grossartigen Aktion, sondern der Match. Die Leistung vom Team hat er ganz klar scharf verurteilt. Dabei ganz klar gesagt, es geht mit dem Sforza weiter. Jetzt frage ich dich, Patrice. Ja. Yeah. Weil ich habe kein Gespür mehr für das Ganze. Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Ist das jetzt richtig? Ist es falsch? Ich weiß gar nicht, was richtig und falsch ist. Glück für mich, ich bin einer von denen gesehen, wo was cool gefunden hat, dass das Forza kommt. Und als in der Match gestern geschaut, habe ich einfach gewusst, okay, jetzt gibt's ja nur noch Team oder Trainer. Und du kannst nicht das ganze Team entlassen, geht nicht. Also musst du den Trainer schicken, das Team gewinnt den Machtkampf, wenn sie nicht mehr wollen shooten. Und das wollen sie offensichtlich nicht mehr. Sie haben ja anscheinend einfach keinen Bock mehr. Und wenn wir jetzt jeden Match verlieren, also der Trainer ist am kürzeren Hebel, der Stock kann er lang sagen, es liegt nicht am Trainer oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Weil in der Halbzeitpause hat er eigentlich gesagt, wir haben kein Konzept. Ja. Also ja, ein Fußschlag, um Sforza in die Fresse, so ein richtiger schöner Uppercut. Ja. Was passiert jetzt? Also als Sforza, der jetzt im Sattel bleibt und ganz ehrlich, am Schluss, ich verstand den Bogener, weil du willst jetzt nicht vor der Mannschaft niederknien quasi. Klar. Und sagen, okay, nach so einer Leistung von der Mannschaft, es ist nicht von der Trainer, es ist nicht vom Trainer. Der Trainer hat nicht irgendwie taktisch etwas falsch gemacht und wegen dem sind wir zerstört worden. Nein, die Mannschaft hat sich geweigert, auch nur einigermaßen Fußball zu spielen. Yep. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht, du kannst eben über das Forza und dass er gewisse Fehler macht und dass er bei gewissen Matchen sind wir taktisch vielleicht nicht 100% auf der Höhe. Von mir aus kann ich alles... Bin ich mit allem einverstanden. Dieser Match hat aber einfach nur bewiesen, dass die Mannschaft auf alles schießt. Ja. Und zwar nicht anders. Also, behalten wir das Forza ab. Das ist das, was der Bogner gesagt hat. Was passiert jetzt? Was macht das Forza? Muss er jetzt das Stockrent machen? Oder bleibt der Stocker die Captain, der in der Halbzeit quasi mit Trainer ist ein Vollhorst,
Da geht es nicht mehr fertig, unser Konzept gegen Winterthur mitbringen. Kein Matchplan, keine Ahnung. Also das Forza ist offensichtlich schuld, dass eine Bunch of Nationalspieler nicht gegen halbe Fußballamateure etwas auf die Reihe kriegt. Es macht mich kaputt, ganz ehrlich. Es macht mich wirklich fertig. Das ist so irgendwie keine Ahnung. Ich stelle mir so vor, als Drittliga-Fußballer, wo du auf die Viertliga-Mannschaft triffst, im Basler Cup, du keine Ahnung hast über den Gegner, keine Ahnung. Und dann lässt dich von irgendwelchen Pfeifen, das sind alle schlechter als mir, dann lässt dich vorvieren und nachher gibst du dem Trainer die Schuld. Kopf, Dummy, dir stehen auf dem Platz. Einfach nur peinlich. Dir, elf Jungs stehen auf dem Platz. Möchte gern Bundesliga-Spieler, möchte gern Stars, was willst du sagen? Oder grosse Talente, auch, du kannst auch dort fragen. Also, es stimmt ja hinten und vorne, es stimmt nicht. Und am Schluss, wenn auch der Klose, sorry, hat auch wieder versagt. Es ist einfach nicht gut. Nein, es ist gar nicht gut. Es ist jeder richtig unterirdische Scheiße gewesen. Also eigentlich sollten wir allen den Spind räumen. Allen Alten und sagen so. Was sagst du denn jetzt? Jetzt hast du Training. Keine Ahnung, heute, was haben wir heute Training gehabt? Ja, gar nicht. Was sagt man so? Was machst du mit denen? Ich weiß es nicht. Nein, wirklich. Du hast in Kirche ein Kerzchen anzünden. Ich weiß nicht, was du mit denen machst. Kannst du nicht mehr trainieren mit denen? Ich glaube, der Hans-Peter Latour wäre jetzt mitten durch die Autowäschanlage gelaufen. Der ganze Dreck abwäschen. Über den können wir gerade reden, wenn wir immer vom Schreihals reden, muss es der Latour haben alle geliebt, hat keine mehr geschrieben am Spielfeldrand als der Latour. Der ist ja durchgedreht jeweils. Den haben aber alle geil gefunden. Wieso regen sich das Forza alle auf? Ja, Latour ist auch geil als ich, sorry. Eben, es geht wieder nur um Sympathie. Und ja, nicht natürlich, um Latour ist grossartig. Ha! Natürlich. Ja, es ist so. Es ist so. Aber du weißt ja selbst, wenn jemand permanent reinschreit ins Feld und ich glaube, der Kai Foser hat das in dritter Halbzeit wunderbar. Grossartig, das wollte ich sagen. Ich weiß, dass ich habe dich gespürt, Patrice. Der Kai Foser hat erzählt, dass er ja beim Giri Sforza ja auch gespielt hat als Spieler, oder? Und irgendwie hat er sich auch genervt, weil das Sforza permanent ins Feld hineingeschraubt hat. Dann hat er zurückgeschraubt, oder halt mal, heb den Schlitten. Ja. Und dann hat das Sforza gesagt, heb du doch den Schlitten. So, das ist mehr eine von den geilsten Stories ever. Ja. Auf die Vorstellung, und das beschreibt auch der Typ Sforza. Der Spieler stinke sauer, schreit raus zum Trainer. Also das Forza ist ja sehr unzufrieden gesehen im Foser. Er hat nicht richtig geil gefunden, hat aber trotzdem immer wieder gespielt. Mhm. Und hat mir aber immer gesagt, du machst das falsch. Mhm. Und der Streller gesagt, dass ich einer der beste Defensive auf der Welt. Großartig. Marco Streller, liegen kannst. Motivator bist du. Ja, aber wenn es die Leute dann glauben, dann spielen sie auch um 5 Klassen besser, auch wenn sie nur verdammt Durchschnittsspieler sind. Das ist einfach so. Um das geht es ja. Selbstgespräche. Du bist der beste Podcaster aller Zeiten. Es ist nie besser. Ich gehe jeden Tag vor einen Spiegel und sage mir genau das. Ich weiß nicht, was das ist. Ob wir gerade das Ärzte-Lied sehen, ich hoffe, das machst du nicht vor dem Spiegel. Aber. Das ist der Drei-Tage-Bart. Genau. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, das zeigt so ein bisschen das Forza, oder? Der Spieler sagt zu dir, heb den Schlitten, was für mich heisst, halt Fresse. Und das Forza, der Trainer, sagt einfach, halt doch du die Fresse. Und anscheinend ist ja nachher alles gut gewesen. Das Forza ist dann nicht, wie ganz viele andere Trainer wären. Also ich glaube, unter Muri, unter dem Fink, unter dem Sosa, unter dem Koller, hat schon so ein Spieler einmal gesagt, und du hättest den Spind können räumen, du wärst nie mehr auf dem Platz gestanden. Aber ich glaube, das Forza ist ein Typ, der ist einfach ein menschlicher, ein normaler Typ, der will Konversation, der will auch mal Emotionen schüren in einem. Das, was er immer sagt, das sagt es unglücklich und alles. Aber ich nehme es ihm ab, dass er eigentlich das Richtige will. Aber ob das Richtige ist für den FC Basel, nach gestern, wo gehe ich zu bezweifeln, weil wenn du jetzt nicht reagierst, was passiert jetzt? Aber was willst du denn machen? Was müsste passieren, damit für uns FCB-Fans die Welt jetzt wieder ein bisschen schöner aussieht? Und ich finde es falsch, jetzt das Forza als Sündenbock auszustellen, weil ich das Spieler einfach nicht gönne genug nach dem Scheiß gestern, nach der widerwärtigen Aktion gestern. Yep.
Andererseits ist es wohl auch die einzige Möglichkeit, weil du bist auf die Spieler absichtlich angewiesen. Also, und das ist das Problem. Also, du musst auch loswerden, sorry. Du musst auch loswerden. Du musst die alte Last loswerden. Das Forza, die einzige Chance, die er hat, ist jetzt wirklich den Cut zu machen. Und wirklich gewisse, wir haben ja gesagt, keine Ahnung, muss Fabian Frey draussen los, das hat er auch gemacht. Also er hört ja offensichtlich auch unseren Podcast. der Dominik B. aus R. glaubt, will es einfach nicht glauben, aber ab und zu hören sie uns wohl schon zu. Nein, es ist ja wirklich, was willst du noch machen? Dann hast du das Gefühl, ich habe nicht einen, jetzt hockt der Frey auf der Tribüne oder daheim und meint, das seht ihr, ohne mich geht es auch nicht. Ja, das hat uns ja. Das ist so das Feeling, wenn ich am Schluss, ja, fuck, vielleicht geht es ja wirklich nicht ohne Fabian Frey. Wenn ich das zentrale Mittelfeld beim Stock und Jaku angeschaut habe, da ist der Fabian Frey ja noch besser. Ja, ich also aber wir haben ja der Diego Armando Matthias Palacios verpflichtet. Der hat gestern gerade sein Koffer wieder gepackt und ist wieder zurück. Scheint hat er wohl einen rechten Backflash gehabt. Weißt du, ich stelle mir wirklich so vor, der kleine Bub ist irgendwo in Argentinien. Das erste Mal weg von daheim. Und alle sagen, weißt du, die Schweiz, das ist so ein friedliches Land, und da geht es dir gut und dann wirst du aufpäppelt und der FCB ist ein grosser Verein. Die spielen Champions League und so, und dann kommt er da hin, verlierst den Kopf, Dami, gehst die Kappe voll geschissen von einem Change-League, gehst draussen, wartet der Mob auf dich, die will münchen. Es ist open geil, Mann. Er hat sofort umgedreht, er hat gerade Mami angerufen, Mami, komm wieder rein. Willkommen in der Hölle, hat unser Mathelehrer gesagt in der HMS. Ja. Jo, was machen wir? Wir sind hässig. Ich bin hässig auf die Mannschaft, ich bin nicht hässig. Einmal mehr vielleicht. Ich bin aber nicht hässig auf den Trainer und auf den Vorstand im Moment. Über den Herr könnte man vielleicht irgendwann diskutieren. Über den Bugner, jawohl nicht. Ihm gehört der Verein. Aber wenn wir oben anfangen, müssen wir einfach mal ein paar rauskicken. Ich habe immer gesagt, der Bugner kann rein theoretisch lassen. Aber ich mag jetzt auch nicht über das operative Geschäft reden. Die versagt haben, ist nicht das operative Geschäft. Das sind die Spieler auf dem Feld. Und ich will nur über die reden und über den Trainer. Wissen die das? Dass sie, eben, und mir geht es eben das. Der Hintergrund, der Umbau, oder nicht Umbau, oder was hinten alles nicht gut läuft von mir aus. Das ist jetzt gerade nebenbei. Wenn wir gerade von dem reden, geht es echt den Spieler, geht es am Schluss um die Moneten. Haben die Spieler echt schon irgendein Agreement unterschrieben, dass sie weniger Lohn kriegen? Ja, das ist macht ja, so etwas eine Erfahrung. Aber das ist ja das, was ja geheissen hat, Spieler verdienen, also haben ja Lohnkürzungen müssen hinnehmen. Eben. Und jetzt kommen sie à la Real Madrid, Sergio Ramos, und jetzt werden sie ein paar B holen und ich muss für die nur noch 17 statt 18 Millionen. Ja, das... Sind wir jetzt dort? Sind wir so quasi... Gar nicht. Seid der Stocker, und sorry, ich nehme einfach... Ich könnte auch irgendein anderes Beispiel nehmen. Ich nehme einfach immer so ein bisschen Stocker frei. Das sind unsere Topics im Moment. Seid ihr der Stocker? Ja, aber wenn ich nur noch, keine Ahnung, 1,1 statt 1,2 Millionen verdiene und dann holt ihr dafür drei Spieler, bin ich mit dem nicht einverstanden? Ja, das ist gut möglich, dass es genau so ist im Fall. Das ist eine mögliche Erklärung im Fall. Und das stimmt schon, wenn du überlegst, die Meldungen, jetzt haben wir in kurzer Zeit Palacios geholt, Males vorher und Abraschi, und da vergisst jetzt sicher noch irgendeinen, der gerade noch vor ein paar Wochen gekommen ist. Und das bekommen die mit über, sie sehen ihren Paycheck Ende Monat, wo weniger drauf ist als vorher. Ja, das könnte ein guter Punkt sein, warum sie könnte auch weniger leisten. Und wenn das so ist, dann bitte nochmal, there's the door. Ihr habt jahrelang euch ein gutes Näschen verdient im FCB, wir brauchen euch nicht mehr. Ganz ehrlich. Brauchst du nicht? Einsteigen. Aber, weißt du, Patrick, das ist etwas anderes. Weißt, wir machen ja immer wieder, mal sagen, wir haben Markus Streller, haben wir ja eine Statue gebaut im Podcast, oder? Man sagt immer, wir sollten immer eine Statue vom Jockeli bauen. Aber weil er keine hat. Wir haben Erfolg. Wer hat eine Statue verdient? Aber das ist ja genau so, was wir machen. Können wir nicht einfach alles Aktuelle vergessen, Hugo, und einfach über schöne Zeiten reden? Können wir gerne gleich mal wieder, wenn du willst. Nein, aber das frage ich mich einfach, was ist die Legacy, die diese Spieler werden hinterlassen? Mit allem Grossartigen, was vorher gesehen ist? Früher? Also die jetzt? Ja, das haben wir Fabian Frey. Also wenn sie so weitermachen?
Dann werden wir über sie nie Spezialepisode machen. Dann haben sie von mir ein Buch eine Statue haben vom Stadion. Ja doch, sie werden eine Spezialepisode kriegen. Wenn sie so weitermachen wie jetzt, dann werden sie in Geschichte eingehen und sie werden nie mehr glücklich werden in ihrem Leben in Basel. Und ich frage mich, wenn die jetzt jeden Match verlieren, wenn es so weitergeht. Ja. Wenn wir jetzt, ich sage jetzt einfach mal, gegen Lausanne so einigermaßen würde es wieder laufen, keine Ahnung. Machst du ein 1-1? Keine Ahnung. Dann sagen wir so, das ist jetzt nicht so schlimm gesagt. Vielleicht gewinnen wir sogar 2-1. Mhm. Vielleicht verlieren wir aber auch 7-1. Wer weiß? Vielleicht gehen wir auf St. Gallen und wir verlieren 8-0. Und ich bin nie so übertrieben dramatisch. Aber nach dieser Leistung gegen Winterthur ist ja das nicht, das ist ja nicht mehr, also eben Abstieg und so Scheiß. Ich kann immer lachen, wenn das die Leute sagen. Ja, ich aber weiss. Ich habe auch noch nie in meinem Leben, und ich schaue den verdammten FCB seit wie viele Jahren? 35 Jahren. Ich habe noch nie so eine Leistung gesehen wie gegen Winterthur. Und ich glaube wirklich noch nie. So ein paar Leute haben den Vergleich gebracht zu dem 8-1 gegen Sion, wo wir Anfang 0-1-0-2. Ja. Aber es war eine ganz andere Voraussetzung gewesen. Ja, der hat sich ein bisschen ausblendet, der war wohl ein ähnliches Niveau gesehen. Ja. Das Problem ist, da sind wir nachher da ist uns daheim der Fernseher ausgestiegen, der Match war eh nicht im Fernsehen gekommen, das weiss ich noch. Und Fernseher, ich hatte immer Teletext, Mann. Ich habe immer gewusst, was passiert. Und irgendwann hat mir jemand geschrieben, 8-1 verloren, und ich habe es nicht geglaubt, das war eine Katastrophe. Aber du hast noch 35 Spieltage gehabt, weiss ich mein. Und noch haben wir gerade ja, sehr aber eben, eigentlich unglaublich, dass du den ersten Match von der Saison 8-1 verlierst, das ist ja gar nicht möglich. Aber jetzt... So also, mitten in der Saison, wo du einfach siehst, dass... Ich sag, wir spielen ja nicht gut. Wir spielen sogar schlecht und wir verlieren richtig viele Matches. Mm, mm. Das haben wir jetzt immer gesehen. Mm. Aber wir haben in jedem Match haben wir auch wieder Sachen gesehen, wo du sagst, mit ein bisschen Glück und so, wenn es mal wieder ein bisschen läuft, dann kann es auch auf einmal wieder ganz in eine andere Richtung gehen. Und dann siehst du aber den Match gegen Winterthur, da kriege ich Panik. He? Also, da ist eine Mannschaft, wo moralisch so im Arsch ist. Wie willst du die aufpäppeln? Also, gar nicht. Da spielst du jetzt gegen Lausanne. Das ist jetzt vielleicht nicht einmal der schlechteste Gegner, der jetzt kommt. Also, ja, vielleicht kann das gerade dankbar sein. Ein paar Junioren, weil wenn eine erwachsene Mannschaft kommen würde, dann alter Hase. Also, wenn ich jetzt auf dem Platz würde stehen gegen die FCB, die würden verlauter Trash Talk, die würden auf alle heulen. Das ist ja einfacher, geht's ja nicht. Die sind ja so kaputt. Also, und was ich jetzt auch noch Angst habe, muss ich auch dazu sagen, wir sind heute ein bisschen am Vorderen und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, das war jetzt so, ich mache jetzt gerade den Match gegen Lausanne. Wir starten relativ vielversprechend, gar nicht was. Lausanne klingen ein paar Aktionen und der Stocker wumst einen in der fünften Minute direkt rot. Irgend so einen sehe ich auch. Ja, weil er etwas beweisen will. Einfach direkt die rote. Ja, ja. Und dann geht noch einer durch und dann gibt noch einen zweiten rote, irgendwie gar nicht. Der Teil auf der Tribüne wahrscheinlich. Und dann verlieren wir 9-0. Und dann ist fertig. Es ist doch einfach alles scheiße. Ich muss echt sagen, es ist alles scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich da schnurre. Es ist einfach alles scheiße. Ich bin massiv verpisst. Ich bin massiv enttäuscht von dieser Truppe. Und ganz ehrlich, wenn ihr nicht in die Geschichte eingehen wollt, als die grössten verdammten Versager, und das wäre ihr. Und wir reden nicht vom FCB und ACB. Haben wir alles mitgemacht, haben wir die Eltern von uns, haben wir und ein paar andere sicher auch. Wir haben eine richtige Scheiße durchgemacht. Wir haben irgendwelche Shitmatch gegen Bühl und gegen Fribourg und gegen Echelon und gegen wirklich Kopfdami. Wir haben Scheiße gesehen. Aber wir haben auch wirklich nur scheiß Fußballer gehabt, Mann. Wir haben irgendwelche Plättli-Leger auf dem Feld gehabt und irgendwelche Typen, Königstransfer haben wir irgendwo, keine Ahnung, von Kongeli geholt und so Scheiß. Alles okay. Und dann gehst du auch auf die Hucke. Das ist normal. Aber jetzt sind wir, möchten gern immer noch der Vorzeigeklub und wir sind grossartig. Und wir sind die Besten. Und jetzt kommt Lausanne. Und dann kommt St. Gallen. Und dann kommt IB. Dritter März. Und wenn die Leute bis dann im Kopf nicht bereit sind und sie meinen, gegen IB, also würde man jetzt tatsächlich gegen IB aus einer historischen einfangen, was passiert dann? Ich sehe einen Vorteil. Wir haben jetzt nach dem Spiel am Samstag ist eigentlich eine Woche Pause. Das ist eine Woche Zeit,
für gewisse Spiele zum gesund werden, für den Trainer, um mit der Mannschaft richtig trainieren können. Und ja, wenn es auch so anschauen, wie es ist, du hast effektiv eine Woche Zeit, du hast eine Woche Training. Und du musst einfach etwas gehen, du musst Teambuilding machen, ich kann nicht was, aber denen, kannst du mit denen gar nicht mehr. Jetzt sind die alle so kaputt, dass du gar keinen Bock mehr hast. Also sie gar nicht miteinander reden, gar nicht. Schau, ich habe gestern kurz, wann ist das jetzt, zwischen 75. und 85. Minute, so plus minus, hat ja der FCB auf einmal so gemerkt, und die Spieler haben gemerkt, und ich habe das Gefühl gehabt, zuerst hat Kasami kurz gemerkt, so, Moment, wenn wir jetzt den Match wirklich so 7, 8, 9, 0 verlieren, dann kann es wirklich sein, dass uns einer von der MK heute abfackelt. Es kann wirklich passieren, dass uns einer Briefkasten schießt und dass es einfach wirklich ungemütlich wird. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, da haben sie so ein, zwei Minuten auf einmal gedacht, so, hey, komm, wir versuchen doch mal noch ein Serie-Goal zu machen. Und dann drücken sie so ein bisschen aufs Gas und in diesen 5 Minuten könnten sie 3 oder 4 Goal schießen. Einfach so, ohne Konzept vom Ciriakos Forza, auf einmal können sie es. Nur weil sie im Kopf auf einmal merken, so, wir sollten vielleicht ein bisschen kämpfen und ein bisschen die extra Mile gehen und ein bisschen da hinten gehen, wo es weh tut. Und wenn ich sage, da hinten gehen, wo es weh tut, dann nicht so wie der Van der Werf, ich meine den Zweikampf, und auf dem Spider hebt und es dreimal überschlägt. Das ist doof. Das ist ungeschickt. Zum Glück ist nichts passiert. Aber ich appelliere wirklich an der von jedem Einzelnen, dass er einfach gegen Lausanne wieder bereit ist. Und ich appelliere einfach einmal mehr an unsere Vierungsspieler, an Kasami, an Fabian Frey, an Valentin Stocker, auch an Tauli, an Klose, an Wittmer, an Zuffi. An Zuffi. Die sind alles erwachsene Männer. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Buch gelesen in eurem Leben, vielleicht habt ihr auch schon mal Streit gehabt mit eurem Partner oder sind vielleicht sogar schon mal, keine Ahnung, habt mal Beziehungen beendet, irgendetwas. Sitzt doch Kopf damit einfach zusammen. Ob ihr euch gegenseitig hasst, ob ihr den Giri hasst, ob ihr den Präsident hasst, das ist uns allen scheißegal. Gegen eure Shit together, regelt es wie Männer, gegen den Scheiß aus der Welt. Sei's, wir wissen es ja nicht, der redet ja eh nie. Wir wissen ja nicht, was euer Problem ist. Aber beschnurrt es von mir aus bei einem Bier, von mir aus bei 3 Bier, von mir aus rauchen dazu, macht, was ihr wollt. Aber regelt die Scheiße und dann seid parat im nächsten Match. Und gebt alles für die Farben, die ihr anhabt. Nicht so, wie der Stocker sagt, für die Farben und er zeigt auf schwarz und weiß. Auch gut. Wir haben ein Auswärtstrikot angehabt. Hammer. Ja, stimmt. Wir haben ein Auswärtstrikot angehabt. Ah, Hugo, da haben wir es gelegen. Wir haben ein heißes Auswärtstrikot angehabt. Sie sind völlig verwirrt gewesen. Das ist der Punkt. Jo. Hast du es gesehen? Nein, wirklich. Hey, Jungs, Kopf, Dummy. Die können in die Geschichte eingehen als die grössten Huren Deppen. Sie geht euch das bewusst. No pressure. No pressure, Mann. Und ich habe keinen Bock, sorry. Am Samstag, am 11. Nacht, den Podcast besuchen, weil ich so hässig bin, weil ich sonst nicht mehr schlafen kann. Okay? Also, macht das bitte einfach nicht, okay? Einfach abliefern jetzt. Weißt du, es kann doch egal wo das Problem ist, egal ob der Trainer noch Scheiße verzapft, egal ob der Präsident Scheiße verzapft, egal ob du denkst, keine Ahnung, der Klose macht einen Fehler, egal ob du denkst, dass keine Ahnung, der Cabral zu wenig Pass macht, irgendetwas, wenn du irgendein Problem hast im Team, untersprich ja die Jungen an. Auch die Jungen, wenn die Jungen das Gefühl haben, es ist Zeit für einen Umbruch. Speak up, macht es, geht dran. Wenn am Schluss einer von diesen jungen Teier hat, zum den Alten sagen, was läuft, dann macht es. Aber da ist irgendetwas so massiv in der Scheiße, das ist ja schon nicht mehr zum Aushalten. Und wenn es jeder Fuss sieht. Bei einem Forza hast du als Junge ja sogar noch die Chance, dass du auch spielst, wenn du gut genug bist. Ja, wir haben genug Talent. Das Talent ist ja nicht die Frage. Also wirklich nicht. Es ist ja nur, die sind einfach, und um das geht es mir, es ist ja nicht die Frage von, man kann noch lange sagen, die Mannschaft nicht gut zusammengestellt und alles. Ja, von mir aus, gewisse Sachen sind nicht perfekt, aber am Schluss, da reden wir dann von, wir können IB nicht schlagen, wenn die Mannschaft nicht perfekt zusammengestellt ist. Richtig. Oder wir machen mal einen Unentschieden beim FCZ, oder wir verlieren sogar einmal, wenn
Sogar mal gegen einen Vaduz kannst du mal 2-1 verlieren, wenn es saudum läuft, weil die Mannschaft nicht perfekt harmoniert, dann passiert das. Aber sicher nicht das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Das kann nur passieren, wenn es euch scheißegal ist. 5-0 ja. Hinten gegen Winterthur. Das ist ein No-Go. Das ist einfach ein No-Go. Unfassbar. Ja, gerne, Mann. Wie ist unser, eigentlich, was haben wir so... Was meinen unsere Leute so? Was haben sie uns geschrieben? Was haben wir alles gelesen? Alter, ich habe Sachen gelesen. Viele haben über das Forza abgeflucht. Viele haben sehr böse Kommentare an die Seite vom FCB geschrieben. Teilweise sehr, sehr, sehr böse, muss ich sagen. Ja, aber weißt du, man kann ja auch irgendwo Verständnis haben. Auf jeden Fall. Es ist einfach, der FCB muss sich effektiv Gedanken machen. Also, ja, aber der FCB, ich finde es ja gemein, dass die Leute vom Social Media hat, vom FCB, die machen immer einen guten Job. Die Minder hat einen scheiß Ausbader, habe ich das Gefühl. Ich bin froh, hat der FCB das Hashtag Zusammenstark weggenommen gestern. Da bin ich wirklich dankbar gewesen. Das, haben sie es wirklich gemacht? Sie haben es gestern nicht gebracht, ja, gestern oben. Da haben mich sehr gefreut. Das haben sie gut gemacht. Das ist nicht Zusammenstark gewesen. Das war auch nicht mehr grossartig schwach gewesen. Ja. Einfach, Leute, jetzt müssen wir einfach... Ich weiß gar nicht, was wir meinen. Wie wir Geduld haben. In der jetzigen Zeit ist es schwierig. Look, es ist... Für mich von außen betrachtet, ist das einzige Problem, also das einzige, wir reden nicht über Fußball, wir reden, also ich müsste mich extrem täuschen, wenn das wirklich, wenn wir da von taktischen Problemen reden oder von, ich habe es glaube ich 12-mal gesagt, das Problem, das wir haben, ist ein Team, das kaputt in der Birne ist, wo einer nicht für den anderen geht, also kein Team-Spirit, einfach nichts. Also das, was man bei Winter gesehen hat, wo wir ja anscheinend in Basel nicht ankriegen. Und für mich einfach, du kannst so einzelne Typen in der Mannschaft haben, die singen, wo die Atmosphäre vergiften. Das gibt es immer wieder. Mhm. Aber du musst einfach Typen haben, die das spüren und die das können lösen und die das in den Griff kriegen. Und es kann nicht sein, dass wir so viel von denen... Vielleicht haben wir einfach zu viele Vierer-Spieler, kann ja auch sein. Das ist schon ein Problem, glaube ich, dass wir zu viele, also 6-7 Stück eigentlich haben, wo potenzielle Captains wären eigentlich. Vom Typ her. Ja, krieg die Shit together, schwätzt zusammen und regelt das Kopf damit. Redet. Ich würde es alle einsperren. Als Forza Training heute war bei mir gesehen, Jungs, nehmt euch Zeit. Und zwar, wir treffen uns am 5 Uhr morgen irgendwo, nehmen alle ein Rucksäckchen mit und packen den Klöpfer rein und Minipick und dann gehen wir morgen reden. Dann machen wir ein Feuer zusammen. Wir laufen auf den Wartenberg, machen ein Feuer und dann reden wir. Wir bauen ein Iglu zusammen, wir bauen Skulpturen, Teambuilding und es wird geredet. Ja. Ja, das ist das, was sie brauchen. Die müssen reden miteinander. Und vielleicht bin auch einmal ein paar, Entschuldigung, Patrick, es wird mir noch einmal ein paar, vielleicht hassen sich ein paar, wird mir noch einmal ein paar einander auf die Schnur hauen. Und dann ist es noch gut, weißt du, was einmal draus ist. Mit den riesigen Boxhandschuhen. Ja. Geht doch so. Ja, richtig. Ja. Takeshis Castle, ja, richtig. Das wird nicht gut tun, Rotti und Takeshis Castle. American Gladiators mit den riesigen Wattestäbeln, die sie da hatten. Shit. Aber ganz Nitro. Ehrlich, vielleicht, genau, Malibu, Mann. Vielleicht müssen sie einfach sich wirklich mal ein bisschen die Wahrheit sagen. Ich glaube, das ist das, was sie brauchen. Oder wirklich, sie brauchen vielleicht, eigentlich, das würde ich eigentlich fast noch am liebsten sehen. Fast lieber als der Match gegen Los Angeles würde ich die FCB-Mannschaft in Takeshis Castle sehen. Ja, das würde ich zahlen dafür. Da würde ich gerne zahlen dafür. Bitte SRF, mach das bitte möglich. Mach das möglich. Noch geiler fände ich, wenn wir mit der Gesprächsrunde dabei wären. Einfach so eine offene Runde von allen Spielern. Und jeder muss, weißt du, sitzt es ja in einem riesengroßen Kreis. Dann nimmt einer den Ball in die Hand und dann schickt er den Ball in den Stocker. Und der Ball in den Stocker, wenn der Ball in der Hand hat, dann darf er reden. Ja. Und dann schickt er einen weiter und dann müssen alle über ihre Gefühle reden. Eine typische Feedback-Runde, was machst du gut, was machst du schlecht und was sollst du bitte aufhören? So Sachen in deren Art. Und wenn sie das nicht können, gibt es doch auch so, wie machst du das so mit Stofftierle? Weißt du, so eine Puppe, die von dir redet. Scheiße. Oh, es wird nicht mehr besser heute. Es tut mir wirklich leid, für dich zu hören, aber. Oh, Scheiße. Ja. Wo tut es euch weh und dann zeigen alle aufs Herz? Ich,
Ich weiß ja gar nicht, was man sagen muss. Jedenfalls, Jungs, unter aller Sau gewesen. Richtig schwach. Yep. Seit wir Podcasten, das Schwächste, wo wir jeder darüber reden müssen. Wir haben so schlecht geschlafen, ich habe mich heute so leer gefühlt wegen euch. Richtig leer. Das Meme, das ich heute geteilt habe, das bin wirklich ich gesehen. Weißt du, das berühmte Meme mit dem Typ, der allein so eins vom Verlassen durch die Gegend schaut. Das bin heute ich gesehen. So habe ich gefühlt. Bin ich das ist der Dings von Narcos, Mann. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Das so habe ich gefühlt. So habe ich gefühlt heute. Du hast dich gefühlt wie ein Drogenbaron. Echt geil eigentlich. Ohne das Geld, aber ja. Und ohne die Feinde. Das darf einfach nicht passieren. Und ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion am Samstag wird aussehen. Und das sage ich das jetzt schon alles. Darf ich noch schnell sagen, ich weiß nicht, ob es anderen auch so gegangen ist. Ist das so eine menschliche Reaktion, dass ich den Match schaue und ich es will lustig finde, wo man dann das 5-0 gegen. Ich habe es natürlich nicht lustig gefunden, aber irgendwie, ich habe damit gelacht. Ich gegen so eine, ich weiß nicht, ob das so ein Selbstschutz ist. Es ist so ein hysterisches Lachen. Nein, so eine, ja, mach doch nochmal einen. Ja, klar, absolut. Genau, das haben wir doch. Kein Problem. Mach doch 12 Goal. Wenn schon, dann verliert, richtig. So dass es aber auch mal richtig läuft. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass die Explosion, weil es gestern passiert ist, dass sie gekommen ist. Das könnte sehr wichtig sein, weil ich habe das Gefühl, das ist so rausgezögert worden. Der Rockbottom ist rausgezögert worden. Vielleicht ist es gut, dass wir am Boden gekracht sind, weil viel tiefer, also tabellenmässig schon, aber was gestern passiert ist, ist Bankrotterklärung. Nein, also eben, es ist, wie der Walli gesagt hat, der Tiefpunkt ist theoretisch schon erreicht nach dem FCZ-Match, haben wir alle gemeint. Der Tiefpunkt ist das jetzt gewesen. Und der nächste Tiefpunkt fürs Team ist wohl, und auch für viele von unseren Zuhörern und FCB-Fans, ist wohl auch, dass der Ciriaco Sforza mit uns die Saison weitermacht. Es wird das Sforza geht nicht. Ich höre schon mal den Stock, die Negativspirale geht immer weiter. Spirale. Oh je, yeah, ja. Yeah, nein, scheiße. Yeah, yeah. Nein, aber sie müssen sich wirklich bewusst sein. Ich glaube wirklich, der Bogen ist ein sturer Sieg. Und für das bewundern ich ein bisschen, er ist ein sturer Sieg. Jo, irgendwie. Das zieht es voll durch. Yeah, das ist wirklich, wir werden, auch wenn wir jeden Match verlieren jetzt, dann gehen wir alle zusammen in Challenge League, Mann. Mit dem Sforza, Mann. Hey, stell dir das vor, ey. Ja, gerade etwas. Nein, so weit darf es nicht gehen. Nein, aber, Jungs. Darf nicht passieren. Ja. Alles gut, alles gut. Kommt alles gut. Und keine Ahnung. Aber ich muss dazu sagen, ich hätte wohl gestern das Fahrzeug gespickt. Ja, ich auch. Aber, ich hätte es, aber einfach wieder, gemacht. Wieder, einfach, aber einfach widerwillig. Ja, am liebsten hätte ich den Arbeitsvertrag von gewissen Spielern verbrennt. Das hätte noch viel lieber gemacht. Und der CC, der hat klar, er geht immer auf den Trainer. Aber der CC wäre der Typ, der einem Spieler sagt, du kannst gleich deine scheiß Spinn träumen und komm nie mehr zurück. Das würde er wohl machen. Der CC wäre der, der einen trotz 3-Jahres-Vertrag noch würde einfach irgendwo auf der Tribüne nur noch lassen. Ja, das wäre er. Weil er so pisst ist. Und das schätze ich auch an ihm. Das schätze ich sehr an ihm. Darf ich noch ganz kurz, bevor wir aufhören, noch schnell über Dragovic reden? Hey, ja, was geht da? Ich habe das vorher nur so am Rand mitbekommen. Hat er sich gemeldet? Ach stimmt, IB spielt heute. Jetzt, oder? Nachher. Jetzt schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er will uns wieder zum Titel führen. Ich glaube, er hat wirklich gesagt, er will zurückkommen. Der Dragovic war unser Messias. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe schon viele Messias gesehen. Ich habe euch geschrieben, wo wir den Stocker und den Frey zurückgeholt haben. Da habe ich ja den Beckenbauer zitiert und gesagt, wir werden über Jahre hinweg unschlagbar sein. ich habe den Tim Klose zurückgewählt. Ich habe null Ahnung von Fußball, offensichtlich. Wegen dem wünsche ich mir den Dragovic nicht, weil ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Okay, wenn du der Meinung bist, was es das ist, dann bitte holen. Nein, wir müssen überhaupt niemanden mehr holen. Aber Dragovic war wahrscheinlich schon der Richtige von der Persönlichkeit. Ist auch noch jung genug, glaube ich. Der hat noch ein bisschen Pfupf. Und ja, vom Typ her könnte das passen, aber ich habe kein Gespür mehr für den Scheiß, ganz ehrlich. Ich bin Die Mannschaft hat mich tot gemacht innerlich. Was soll ich sagen? Ich fordere den Stocker im Zentrum und dann sehe ich so einen Match wie gestern. Ja, eben. Wir sind eigentlich mehr schuld. Ich kann sogar denken, dass der Wolf gut genug wäre gegen Winterthur. Ich habe wirklich gemeint, dass der Nikolic einen Ball wird heben. Ja. Das wird nicht passieren. Nikolic kann nichts dafür. Aber gegen 6 Eier. Das ist einfach kaum. Und alle gehen ins Kreuzmann. Alle. Keine Chance. Der kann nichts dafür. Er kann einfach nichts dafür. Man müsste, er hat noch eine weitere Chance verdient irgendwann. Aber jetzt bitte trotzdem der Heinz Lindner. Wir müssen 3 Punkte haben am Samstag. Also. Ja. Jungs.
in die Hose. Absolut. Hook. Ich glaube, es war ein ganz cooler Podcast gewesen. Ja, es ist völlig planlos heute, aber es ist, glaube nötig gewesen für uns, dass es uns etwas besser geht. Ja. Yep. Und es ist gut, oh. Mir geht es jetzt besser. Mir auch, fühle mich minimal. Nur noch halb so leer. Ich kann daran liegen, dass ich meine Leere mit Bier fülle. das hilft auch, das hilft auch. Das hilft. Nein, ist grossartig gesehen. Hook, wunderbar. FCB ganz schlecht. Aber meine Güte, das Leben geht weiter. Und ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich immer noch sicher, wir kriegen den Rang. Ich bin mir sicher, wenn ihr alle zusammen redet, ihr kriegt den Rang, ihr werdet wieder besser spielen. Wir werden wieder Sieg sehen. Spätestens vielleicht schon am nächsten Wochenende gegen Lausanne. Richtig. Bitte. Dann wünschen wir euch einen schönen zusammen. Und bis nächste Woche. Schönen Abend. Tschüss zusammen. Bye.